Willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Letzten Part haben wir Frauen zum Arbeiten überredet herzukommen. Vor allem überredet. Und wir haben wieder taktische Manöver gegen Hobbits gemacht. Und wir haben einen dominanten Zauber gefunden, den ich eigentlich gar nicht mehr ausprobiert habe. Das ist der hier, der Ruhezauber. Verlangsamt Gegner. Laut Gnarrs Beschreibung. Okay. Da hinten sind wieder die Hobbits, die uns natürlich töten wollen. Warum auch immer. Als hätten wir ihn... Also jetzt töten wir sie lieb gerne. Hört ihr mal auf. Das geht da gar nicht hier. Oh du Gott. Da sind wir schon wieder fast tot. Da sind zwei Kisten. Gut. Also ich habe, wow. Es wundert mich ehrlich gesagt. Ich habe echt gute Augen. Also meine Reflexe sind schon heftig irgendwie. Ich meine, diese Kisten habe ich gerade mal vielleicht ein oder zwei Sekunden gesehen aus dem Blickwinkel. Und dann, buff. Aha, da sind Kisten. Und da kann ich sogar selber hin. Das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Also die Kisten sind jetzt eigentlich sehr wichtig, denn wir, naja, haben weniger Leben. So drei Stück Leben ist nicht gerade viel. Drei Lebensbalken, da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Oh, Hobbit-Höhlen. Das erinnert mich so voll an Herr der Ringe, diese Höhlen. Naja, Halblinge. Solche Höhlen. Als gäbe es da keine Parallele. Ich weiß nicht. Und jetzt, wo man es eigentlich erwähnt. Der Overlord sieht ein bisschen aus wie Sauron, oder? Der hat jetzt zwar eine Axt und man kann seine Haut sehen, aber sein Helm erinnert auch ein bisschen an Sauron. Der ist ja nur ein bisschen flexibler und kleiner. Sieht so aus, als ob die da unten ein Fest vorbereiten. Beeilung, Meister! Das möchte ich nicht verpassen. Was schwabbelt denn da hinten rum? Gott, da ist eine riesige Kugel. Ich glaube, der wird unser Gegner sein. Ich meine, welche Kreaturen in irgendwelchen Spielen, was schwabbelig und groß ist, was vor allem groß ist, ist nicht unser Gegner, so wie der da. Oh. Ich müsste den Troll hierher locken. Na, Feuerausriss. Ah. So, nimm das. Oh, wie machen wir das denn gegen den? Wir locken erstmal die Hobbits her, denn Troll kann. Der kann, glaube ich, keine Treppe da hochlaufen. Komm mal hoch. Kann der die Treppe hochlaufen? Ich bezweifle das echt stark. Ja. So. Attacke. Gut. Also bevor der Troll hier meine Einheiten tötet, meine armen Schergen, töte ich, na. Geh weg. Wirst du bitte das mal lassen? Lauf. Was? Habe ich dich gerade umgebracht? Ah, schieße. Nein! Oh, warte mal. Den können wir so besiegen. Komm. Der wird hier hinrollen wollen. Und dann wird er sich umdrehen. Der wird sich umdrehen. Der kann nicht hier keine Treppen laufen. Komm mal zurück. Ja, komm, dreh ich um. Und jetzt auf ihn. Und zurück. Auf ihn. Und zurück. Ha. Wenn ich nicht taktisch genial oder nicht. Ist das nicht genial? Komm, dreh dich um. Komm her. Dreh dich um. Brava. Brava, dicker Troll. Und zurück. Ne, von vorne greife ich ihn bestimmt nicht an. Dreh ich um. Das kann eine Weile dauern. Attacke. Zurück. Nein. Oh, Mensch. Zurück.
Oh. Nein! Wieso? Dreh dich um, du Arsch! Gott. Na, ich will die zwei Schergen holen. Ach, das ist blödsinnig, jetzt zwei Schergen zu holen. Junge, komm her! Bist du der Bisch? So, dreh dich um und lauf ein riesiges Stück nach vorne. So. Weg. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Boah. Natürlich. Oh, ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das jetzt gerade anpisst. Willst du mal damit aufhören? Los, bearbeitet den. Das pisst mich jetzt so extrem an jetzt gerade, ne? Also, los, töte den, töte den, töte den! Er kann wohl noch nicht noch mehr töten. Der hat ja schon 6 Stück getötet. Der hat ja nur 6 Schergen. Also, der hat ja nur 3. Der hat nur 7 getötet. Ist ja nix. Los, Mann, tötet den. Macht ihn alle. Der hat ja nur 3 getötet. So, du Arsch, hörst du mal damit auf. Der hat ja nur 7 umgebracht. 7! Trotz meiner Genialität hat er es trotzdem geschafft, 7 umzubringen. Der Troll, der macht so viel Schaden und hat so eine hohe Schlagfertigkeit. Das ist. Der hat nur 7 umgebracht. Pff. Immerhin haben wir noch 130. Alle total schwache Schergen. Der hat ja nur 7 getötet, also. Pff. Ne? Oh, ich habe nur 3 starke wieder. Och Mann, das ist blöd. Schon die hier aufzurüsten hat schon so lange gebraucht. Da oben ist immer noch so einer. Boah, ist das ätzend. Kajabra, Kajabra. Oh, ist das ärgerlich. Ich hoffe, ihr findet hier was Schönes. Bum, 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 bum. Den kann ich jetzt nicht abschießen. Wir können aber da oben noch ein paar Kisten zerstören. Lass meine Schergen in Ruhe. Wir können uns wohl noch mit ins Getümmel stürzen. Solange wir hier beschäftigt sind, solltet ihr herausfinden, wo diese Gierschlunde das Essen von Rauschingen versteckt haben. Ja. Kommt mal her, kommt mal her. Oh, weh, weh, du schießt sie ab. Attacke! Okay, suchen wir das Essen von Rauschingen. So, du Arsch! Spüre den Schmerz, den ich erleiden musste, indem ich diesen verkackten Troll umbrachte. Oh, meine Schergen! Das ist so ätzend! Jetzt habe ich so viele verloren. Wie sie sich alle wieder aufgerüstet haben mit den perfekten Ausrüstungsgegenständen. Da ist ja noch eine Kiste. Na gut. Jetzt habe ich wieder so ein Piercing. Aber ich habe auch den anderen Piercing-Schergen verloren. Das ist so doof. Sieht so aus, als ob ihr in eurer großartigen und beeindruckenden Gestalt dort hineinpassen würdet. Danke! Ich nehme dieses Kompliment gerne an. Boah, solche Komplimente würde ich gerne im Alltag hören. Es sieht so aus, als würdest du mit deiner unglaublichen Größe und deiner Herrlichkeit und deiner Göttlichkeit durch diese stinknormale Tür passen. Sowas würde ich gerne im Alltag hören.
Quartiere der Halblinge. Boah, ich habe so viele verloren. Das ist so ärgerlich. Ich glaube, ich gehe erstmal in den Turm zurück. Das ist, glaube ich, sinnvollsten. Und erstmal nochmal speichern, ne? Also, das pisst mich ja schon ein bisschen an, dass ich 7 Stück von denen verloren habe. Also, das ist auch der Moment, wo man nur braune zur Verfügung hat. Nur braune Schergen. Da kann man halt nicht so viele Taktiken machen, aber... Was? Wow, wo bin ich denn draußen? Nee, hier will ich gar nicht raus. Ich kann ja jetzt nur braune benutzen, deswegen kann ich auch nicht so viel variieren, wie ich die umbringe. Ansonsten hätte ich sie schon viel leichter und effektiver getötet, diesen Troll. Aber, na gut. Ich habe so viele verloren. Das ist so eklig. Und ich glaube, das wird uns ein paar Mal im Spiel öfters passieren, dass wir so viele verlieren werden. Na gut. Enttäuscht mich aber nicht, Leute, Jungs. Macht Papa glücklich. So, jetzt mit voller Kraft. Ein bisschen zu viel. Kommt mal zurück. Das ist ein bisschen zu viele. Oh, ich will euch nicht noch mehr verlieren. Ich habe nicht erwartet, dass es so viel... Oh, komm. Das ist so ein gut bewaffneter. Ja, das war mir anders. Wie dämlich das auch jetzt sein mag. Ich habe einen gut bewaffneten Shark verloren. So, das machen wir gleich nochmal. Okay. Das war jetzt nicht gerade... Das ist eigentlich voll lame, was ich hier mache. Aber so mache ich das am liebsten. Ich verliere ungern einen einzigen dummen Schergen. So. Attacke, nochmal die Tür aufbrechen. Hi Scherge. Hi, ihr stinkende Meute. Komm mal zurück, komm zurück. So, jetzt könnt ihr sie alle schön gemütlich töten. So. So ist es auch viel besser. Du lässt das mal. Du stinkender Hobbit. Ja, auf ihn. Spring den in die Fresse. So, jetzt werden wir ein bisschen aufreiben. Das klingt einfach so genial. Das ist einfach so geil. Man kann ja einfach so viel zerstören in diesem Levelabschnitt. Das ist auch der Tolle an Overlord. Man kann die einfach so viel kaputt machen. Vielleicht finden die ja sogar was Interessantes. Wie alles zerdeppert und zerbricht. Witzig. Blumen. Wer mag sowas? Blumen. Wie eklig. Egal. Seid leise, Meister. Ihr dürft diese Halblinge auf keinen Fall wecken. Okay. Ich werde versuchen, leise zu... Oh, das sind mal wirklich viele. Da sind 3. Hier sind auch hier was. Okay, stürzt euch auf die 3 drauf. So. Nein. Huch, wo kommen die denn her? Da waren aber ein paar mehr. So. Attacke. Ich halte euch den Rücken frei. Macht die alle. Oh, sehr schlau, dass ich meinen Mana jetzt schon alle verschossen habe. Ja, macht alles kaputt. Macht alles zerstören. Wir räumen hier ein bisschen auf. Wir sind der Räumungsdienst. Okay. Wenn die Schergen alle voll ausgerüstet sind, glaube ich, dann können wir es auch gegen 3 anlegen. 3 Hobbits auf einmal. Aber im Moment noch nicht. Ein paar sind noch zu schwach. Okay. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt.
Und ich habe mein Mana verschwendet. Ist das nicht toll? Oh, ich brauche so eine... Ich wünschte, das würde sich regenerieren. Ich glaube, wir brauchen immer diese Tränke. Guten Tag. Na, schönen Tag gehabt. Jetzt ist er nämlich rum für euch. Da komme ich wohl nicht durch. Dann mach mal das Geschirr kaputt. Ja, das muss mal sein. Das muss sein. Oh, oh, was haben wir da drin? Zappelnde Körper. Ah. Würm scheint die Halblinge nicht zu mögen. Sie sind sich zu ähnlich. Ja, das ergibt Sinn. Oh, die waren unsere Verbündete. Ja, sagt das doch jemand. Die sind sich zu ähnlich. Ne? Ratten und Halblinge. Die sind sich viel zu ähnlich. Oh, würdet ihr das mal machen? Komm, holt mir das Geld. Holt mir das Geld. Gut. Schat. Und kaputt machen. Nein. Was macht ihr da? Hat jemand noch eine Keule von euch? Irgendjemand, der so ein Messer gebrauchen könnte? Nee. Okay. Und noch die Fässer. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen kommentarlos bin. Man muss das hier genießen. Man muss dieses Gemetzel hier genießen. Diese Zerstörung, die ich hier gerade verübe. Man muss das genießen, nicht wahr? Gaga, ja, Gaga, ja, Gaga. Ah, danke. Ah, Gaga, 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 ja. Oh, der sieht blöd aus. Akakakaya, fakakakaka. Wow. Akakaya, fakakakaya, baya, baya. Oh, wir können wieder einen Feuerball schießen. Und öffnet das Tor, öffnet die Tür. Und? Ja. Ja, jetzt wissen wir es wenigstens, wie es eine Hobbithöhle aussieht. Der einzelne Typ, der irritiert mich so. Und ich weiß auch schon, was da für einer ist. Das ist nämlich ein Hobbit-Lanzenträger. Speziell darauf ausgelegt, meine Schergen mit einem Schlag umzubringen. Perfekt. Da oben ist noch einer. Dieser Lanzenträger, der rennt einmal durch meine Schergen durch und dann sind sie weg. Rein zufällig. Oh, die finden mal Sachen. Ja, nimmt alles mit. Und die Mana-Tränke vor allem. Nimmt die alle mit. Oh, was macht ihr denn da? Hier, da liegt doch noch ein Rüstungsteil. Ich sehe doch hier einen nackten Schergen. Nimmst du das mal auf? Nackter. Ach, na schön. Dann nicht. Mach mal die Kiste auf. Oh, keine Heiltränke. Was ist denn das? Aber ich glaube, ich kann noch einen Feuerball schießen. Wartet mal. Kann ich den alleine bekämpfen? Oh, 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 oh. Ups. Gut. Noch einer? Nee. Gut. Lanzenträger sind hier so eklig. Ihr habt ja diesen Stoßangriff gesehen, der da an mir machen wollte. Wenn er das in meine Schergen macht und durch alle durchrennen, sind sie alle mit einem Schlag tot. Das versichere ich euch. Auf legendär. Da fallen sie alle mit einem Schlag um. So, und das Essen noch kaputt machen sie, meine, sowas braucht keiner. Wir brauchen schon Essen. Und ja, machen wir alles andere kaputt. So, das ist so geil. Da gehört mir. Für den Overlord. So, und den Stuhl noch. So. Ich stört immer, dass ich noch so drei, also eineinhalb Nackten habe. Ah, aber wir haben Gold. Ist das nicht toll? Also so viel Gold. Das sieht eigentlich nicht so viel aus. Zwar alles voll Gold geschmissen, aber sieht nicht viel Gold aus, ehrlich gesagt. Au, die Zeit ist auch schon wieder rum.
Aber ich würde sagen, wir bringen hier das Gold hier erstmal zurück. Zack. Gut. Alle mal rein da. Also ich würde sagen, ich gehe nochmal in den Turm und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also einfach speichern und auffüllen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Overlord. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ansonsten gebt ein Like und einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und ansonsten, Ade.